One-hitted. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Episode von Pokémon MMO. Wieder mit dem Creep-Fan und ich habe die letzten Parts vergessen. Reicht mir. Verpiss dich! Was? Nein, ich will mir so ein anderes Fossil so an den Dreck-Pokémon. Doom-Fossil. Es gibt ja auch so ein anderes Fossil. Helix-Fossil, ne? Des Dingens. Kabuto. Nein, Helix ist Dings. Nein. Helix ist Amu. Vertrau mir, nimm Helix. Okay, hab ich. Helix Kabuto. Ja. Nicht. Nein. Wusste ich doch, dass er zu gleich Doom-Fossil genommen. Verdammt. Ja, es gibt noch Bernstein, mit dem kriegst du Aerodactyl. Ja, wo kriegt man das eigentlich her? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es auch hier schon Bernstein heißt. Ja, es heißt Bernstein. Aber das natürlich. Das bekommt man, glaube ich, in dem. In diesem Fossilienmuseum da über der ersten Stadt. Alter, da hat mich jemand zum Kampf herausgefordert, der eine Levelcap von 38 hat. Fick dich. Wir haben überhaupt gar kein Pokémon Fokusband, also können wir das gar nicht erlernen. Ja. Hätten wir das schon finden können? Weiß ich nicht, glaub nicht. TM5, was ist das nochmal? So, beim vierten Gegner der Faggot-Brücke. Warte, ich bin auch gleich in der. Jetzt erstmal Mist besiegen. Nein, ich gehe sofort zur Nugget-Brücke. Also, was ist denn hier für ein Action? Oh, da hat Nidoran männlich. Will haben. Ich kaufe mir das einfach für 100 mehr. Ja, das sind 1000 Leute, die da rumlaufen. Alter, versucht die ganze Zeit sein Growwild zu verkaufen. Also bitte kauft es. Do you want to buy this Growwild? Alter, ich bin vergiftet wegen den scheiß Giftstacheln von dem scheiß Nidorino. Nicht ausrasten. Los, scary motherfucking Eich. Scary Eich. Eich. Wird geeicht. Melvin! Monkey. Er ist ja direkt zu Warthog. Player defeated, nutzlose Tussi, die rumläuft, obwohl die zwei sechs extrem schwache Pokémon hat, die nichts können. Funktioniert das Gift überhaupt in dem Spiel hier? Also auf der Overworld? Bestimmt. Ich glaub nicht. Also nein, mal gucken. Funktioniert nicht. Nein? Mhm. Etwas Gutes, ne? Ja, finde ich gut. Gibt es eigentlich immer noch in den aktuellen Spielen? Was? Dass man Leben verliert, wenn man rumläuft? Hier? Boah, das weiß ich gerade gar nicht mehr aus dem Kopf. Lass mir mal deine Kommentare hier durch bei den Pokémon-Parts. Alter, der fordert mich die ganze Zeit raus. Ist das ein Abonnent oder was? Wer? Und so ein Typ, der hier rumläuft. Ja, frag ihn doch. Boah, meine Stimme hört sich wieder so gut an. Deine Stimme hört sich immer gut an. Ich weiß. Der erste Kommentar, fangen wir an Knilz. Ja, er will unbedingt jetzt einen Knilz fangen. Mach ich auch. Nichts da, Johto war die schwierigste Region. Was sagst du dazu? Nein. Also Me too. Johto war ziemlich easy, glaube ich. Außer Red am Ende vielleicht, aber wenn du ein bisschen Ahnung von Poco hattest, hast du ihn auch besiegt. Ja, finde ich auch. Mit Creep-Fan kann nicht besser sein. Oh, natürlich. Danke, mein Fan. Sebastian Schrode. Props an dich. Resetar. Verfolgst. You received a Nugget. By the way, ich bin von Team Rocket und ja, habe keine Freunde, deswegen muss ich leider dich erneuern. Das konnte bei dir aber... Bring mal mehr Videos, lol, get a Milky Way. Finde ich auch so. Also, das ist so eine Meinung, der kann ich mich anschließen, den gebe ich auch ein Like in den Kommentar. Was konnte Abra für Attacken? Abra?
Ja. Hydro-Pumpe. Ich habe voll Angst, gegen das zu kämpfen. Mit Mankey. Abra hat bei mir nichts einsetzen können, es war direkt One-Hit wegen Dragon Rage. Das Ich will mein ist echt ein Revive bisschen auch nicht. unfair. Ach, komm. Teleport. Ah, faggot. Gewinnst du gegen Gary? Hoffe ich. Teleport. Ja, ich gewinne. Na gut, du hast auch keine Schwäche. Das Doch. Einzige, was mich hier irgendwie in Bredouille gebracht hat, war Shellock. Shiggys Aquawelle da. Oder was es war. Ah, ich Da kann. schaut einer Pokémon-Spasti, was ist denn? Kennst du es nicht? Ne. Schau dir das an, das ist richtig geil. Guck mal, du hast die Yugi's Legendary Decks geunboxed. Ja. Ah, Das das war sehr war gut. voll das Beschissene passiert. Irgend so ein schwarzes Knüppel ist im Video und das habe ich überhaupt nicht gemerkt während der Aufnahme, weil ich so fasziniert von den geilen Karten war. Ich sehe schon. Soll ich Qualitätsknobel drunter schreiben? Ja. Das kommt ab jetzt in jedem meiner Unboxings, dieser Knubbel. Ich glaube, es beschwert sich gar keiner drüber. Beschwert sich auch niemand, weil das ja so relativ in der Ecke ist. Das sieht man ja kaum, ist gar nicht. Nur wenn man wirklich drauf achtet. Qualitätsknubbel. Ich bin jetzt auf der Erz. Nuggetbrücke. Ich? Ich. Direkt einen So. Käfersammler. Erstmal Hutut auspacken. Wie der hier taktisch kämpft. Ich renne hier einfach mit mit Charmander rein und bam, hier, Level 30 bin ich gleich, du. Bist du nicht Level 30? Ja, du nicht? Nein. Wie Level bist du? Mein Wartortle ist, glaube ich, Level 21 oder 22? 21. Natürlich hätte ich auch so scheiße sein können wie du und einfach nur ein Pokémon trainieren. Mache ich aber nicht. Will ich ja gar nicht, aber ich habe bisher nichts Fangbares gefunden. Nur die ganze Zeit so Taubsi und so. Vielleicht fange ich mit Taubsi. Damit sie nicht rumfliegen kann. Ja, nee, ich mag Taubos. Ich weiß nicht, was mein Team werden soll. Ich habe Also noch zu. Blitzer-Dingens Blitzer nehme und ich! Nidoking sind ja schon mal klar. Schwester, auch wenn du Blitzer nimmst, ich nehme auch eiskalt Blitzer, ne? Ganz Blitzer nicht nehmen, wenn ich Blitzer nehme. Ich nehme Blitzer. Ich nehme Blitzer Sollen wir drum zweimal. kämpfen? Sagen wir, wer schneller bei Blitzer ist. Nein! Du hast so schon einen mega Vorsprung. Boah, die spielen auf Offscreen. Kriegen wir es nicht eh bald? Ne, jetzt Nein. auch noch ein bisschen. Ich glaube ab dem Gut. vierten Orden. Ach stimmt, das kriegt man ja gar nicht vom Bill. Nein. Ich denke immer, das kriegt man vom Bill, wenn man da die Pokédex-Daten bekommt. Nee. Weil du ja nur in Evoli kriegst, dann hast du dann sozusagen die in den Pokédex bekommen, die Monster. Ja. Vor allem, wie ich Pokémon einfach Monster nenne. Sind sie ja an sich auch. Würdest sagen, dass Pokémon Monster sind? Monstro sie töten? Ja. Und ah ja, Leute, ich werde auch ab und zu mal offscreen trainieren, damit hier der Creeper nicht so einen krassen Vorsprung bekommt. Finde ich nicht gut. Nein, Ja, meinst du? bisher habe ich ja keinen Vorteil. Doch. Nein, ich Ach habe nur doch, du ein hast mit einem Pokémon. einzelnen Blutex so mein ganzes Team gedrangraged. Ja, das wird ja beim nächsten Mal nicht mehr funktionieren. Wenn ich beim nächsten Mal kein neues Pokémon habe, habe ich ja keine Chance. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Oddisch. Bin nur ein bisschen schneller, bisher irgendwie. Weil du auch Aber ich nicht. muss ja nicht kommentieren. Kann ja einfach wie ein Spasti rumrennen und alles wegdrücken und alles töten mit Dauer auf der Taste spammen. Mach Auch Spam scheiße auf in A. Onix. Fuck. Ich habe noch 27 Life Points Ich hoffe, du und stirbst, ey. Onix ist Level 17. Du stirbst nicht. Versuch Dragon Rage einfach. Oh, ich habe noch 10 KP. Oh Gott, Gott sei Dank. Das war close, aber da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der so ein starkes Pokémon hat. Okay. Nummer You 3. are something, hat er zu mir gesagt, als ich gewonnen habe. Du bist etwas. Dankeschön. Du bist scheiße. Und du bist ein Nichts. Du hast nur ein Onix, obwohl du erwachsen bist und wahrscheinlich schon seit 20 Jahren Pokémon Er hat auch erst jetzt angefangen, Pokémon-Trainer zu trainierst. werden. Ist auch aus seinem Elternhaus gerade ausgezogen. Wahrscheinlich so ein vollkommener, so ein Let's Player bestimmt so.
Was willst du damit sagen? Nichts. Ich will ganz bestimmt nicht sagen, dass du erst mit 40 auch von dir zu Hause ausziehst. Ja, was ja wenig Leute wissen eigentlich, ich bin ja 35 Jahre alt, ne? Ja. Ja. Ich dachte mir so, ja, Christoph ist irgendwie so 19 oder so oder 18, ne? Da sehe ich ein Bild von dem, ne? Der Typ, ne? Hat so eine Halbglatze, das glaubt ihr gar nicht. Wie Madders, wenn ihr den kennt. Ja. Nur, dass Madders so aussieht wie 30, aber er ist ja wirklich, er sieht aus wie 40. Er ist zwar erst 35, aber er sieht wirklich aus wie 40, 45. Ja. Deswegen treffen ja auch die Lines gegen ihn, dass er irgendwie alt aussieht. Hallo? Ich meinte dich. Außerdem, er hat so einen Bierbauch, das glaubt ihr gar nicht. Ich? Ja. Ja, ich sauf die ganze Zeit nur. Ja. Saufen ist mein Leben. Muss ich dich an deine WhatsApp-Sprachmemo erinnern? Welche WhatsApp-Sprachmemo? Soll ich mal abspielen? Nee, das ist peinlich. Peinlich? Was war das? Ey, Christoph, Bock auf eine Aufnahme? Nee, kann ich, muss saufen. Achso. Ich glaube, ich zeig das gleich. Ja, das kannst du zeigen. Und welches war das aber? Boah, es war ganz hoch. Handy an in der Aufnahme. Sowas nenne ich Professionalität. Ja. Direkt deabonnieren. Boah, wo war denn das? Wenn ihr jetzt noch zuschaut, ne, direkt Get a Snickers in die Kommentare schreiben. Hashtag Get a Snickers. Hashtag Get a Snickers Reunite mehr. Weil es richtig schön lang ist und penetrant. Oh, hier sind so viele Trainer, ne? Und die können alle gar nichts. Hiker Nob. Der heißt sogar schon Noob, der Typ. Oh, schneidest du eigentlich die Suche danach raus, oder? Welche Suche? Nach der WhatsApp-Nachricht, oder was suchst du gerade? Ich such die gerade und nebenbei habe ich gegen Mankey verloren, weil ich gestern nur A-Spam. Ich hab gegen Mankey verloren, weil ich gestern nur A-Spam. Wie viel Geld hast du eigentlich noch? Du hast doch keinen Cent mehr. Ja, ich werde diese WhatsApp-Nachricht finden, auch wenn es bis zur nächsten Folge dauert. Wie viel Geld hast du denn noch? Genug. 6.000. Ich habe einfach schon mal 12.000. Egal, ob ich diesen Kampf verliere. Das ist mir wert. Oh, Alter. Egal. Oh, da verkauft jemand Meisterball. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ich hoffe, ich habe bis zur nächsten Folge die Sprachen mir rausgesucht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.